Damals unter anderem Vadim Repin und Maxim Bengerow, beide inzwischen bekannte Solisten, die hier ihre Studien beendeten. Bengerow ist absolut umgekehrt. Er ist ein wenig von Himmel etwas, ja, diese Begabung. Mir ganz gefällt eine Phrase von einer Zeitung, noch im Kindheit gesagt, wann sie beide gespielt. Ja, wenn hört man Repin spielt, sofort wie dieser gute lächelt man, ja. Und wenn Bengerow spielt, das weiht man. Ja. Die Schüler stiegen auf als die neuen Sterne am Virtuosenhimmel, doch für den Lehrer ist die Welt immer noch voller Zukunft.